Oh, ich wollte euch mal zeigen, ich habe meine Trapbase jetzt ein bisschen verfeinert, weil ich ein bisschen Elektrizität eingebaut habe, was eigentlich ziemlich cool ist, weil jetzt funktioniert einfach mal alles einfach automatisch. So sieht meine Trapbase aus. Gut, ich habe jetzt noch ein paar Fallen verlegt, scheißegal, die interessieren eh keinen. Und ein paar Trolls sind da auch schon reingelaufen. Dann habe ich hier immer noch meine Tor, hier ist offen. Hier oben habe ich mein Solarpanel, mein Verteiler, der die Energie bündelt. Dann springe ich hier rein. Dann habe ich hier unter dem Teppich ein Pad, ein Pressure Pad, wodurch sich das Tor automatisch schließt. Hier drin habe ich meine Batterie. Hier habe ich es erstmal schön verkabelt. Das war echt total komplex und bescheuert. Vom Zack, vom Solarpanel zur Batterie. Von der Batterie geht da hier weiter zum Schalter. Vom Schalter geht da zum Verteiler. Vom Verteiler geht der Zack, 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 zum Pressure Pad. Vom Pressure Pad geht er zurück zum na, wie heißt es? Zum Timer. Den habe ich auf 400 Sekunden eingestellt. So lange bleibt das Tor automatisch zu. Und vom Timer geht er zum na, wie heißt dieser komische Türschalter? Dieser Türschalter halt. So, und wenn ich das dann so mache, zack. Jedes Mal, wenn er ausgelöst worden ist, resette ich das, dann fährt er automatisch zurück, fährt das Tor auf. So, und dann können wir einfach mal wieder warten.